Die Donau so blau, so blau. Sie ist wohl das meistbesungene Wahrzeichen Österreichs. Spätestens mit dem Donauwalzer von Johann Strauss, der ebenso ewig gültig geworden ist wie die Donau selbst, stand der Überhöhung dieses Gewässers zum österreichischen Nationalsymbol nichts mehr im Wege. So, geschafft. Beinahe pünktlich. Du kannst ablegen, Toni. Ihr wolltet doch eh nicht mit, oder? Wir sind nämlich schon ziemlich spät dran. Die Donau war in ihrer Geschichte immer begehrt. Sie wurde bewacht. Und seit wenigen Jahrzehnten wird sie auch beschützt. Der zweitlängste Fluss Europas durchbricht Landschaften und war lange Zeit die natürliche Grenze eines riesigen Reiches. Nach dem Zerfall des römischen Imperiums blieb das Überwinden der Donau die große Herausforderung für die Bevölkerung am Strom. In der Wachau atmet die glückliche Nase eines versunkenen Riesen immer noch Donauluft, Marillen und Wein. Ihr seid ja immer noch da. Wartet ihr auf wen? Oder gefällt euch da die Nase so gut? Ach, herrje, jetzt sehe ich das erst. Mensch, das schaut aber nicht gut aus. Ich würde euch ja gerne helfen, Mensch, aber ich habe nur so einen Kleinkram an Bord. Und damit kommen wir nicht weiter. Ist das blöd. Und das bei dem Wetter. Ach, ihr werdet abgeholt. In ungefähr einer Stunde? Das kann ja langweilig werden. Oder Fahrt, wie es bei euch heißt. Aber ihr könnt gerne eine Runde mitfahren, wenn ihr wollt. Wohin? Na, hin und her und wieder hin und wieder her. Wir hängen doch an einem Seil. Kreuzfahrt kann man mit dem Schiff nicht machen, leider. Aber schön ist es bei mir trotzdem. Das könnt ihr mir glauben. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist wie sanftes Wellenreiten. Ob im Linzer Hafen, in Mauthausen oder in Grein. An der Donau werden Geschichten und Geschichte geschrieben. Die Donau ist nur kurz zu Besuch in Österreich. Und sie durchläuft dabei nur drei der neun Bundesländer. Und doch ist es, als atme das ganze Land Donauluft. Wie eine Perlenkette reihen sich Stift an Stift, Burg an Burg, wechseln Höhenflüge und Tiefpunkte der Geschichte zwischen Richard Löwenherz, den Napoleonischen Kriegen und den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Kein anderer Fluss bietet eine derartige Dichte an Baudenkmälern aller Epochen und Stile. Höhepunkt ist das 1089 gegründete Benediktinerstift Melk, Wahrzeichen der Wachau und weltberühmte Ikone der Barockarchitektur. Der gewaltige Strom zeigt sich in Österreich von allen Seiten. Eng, gewunden und gefährlich für die Schifffahrt. Dann wieder breit und pannonisch,
seinem fernen Ziel, dem Schwarzen Meer, zugewandt. Bevor die Donau durch die ungarische Pforte bei Hainburg das Land verlässt, eröffnet sie vor den ersten Ausläufern der Karpaten noch einmal ihre ganz eigene Pracht. Die größte, weitgehend intakte Aulandschaft Mitteleuropas lässt erahnen, von welcher Naturgewalt die Donau vor ihrer Zähmung war. Der Berufsverkehr und die ersten Radfahrer müssen auf den Luxus bei mir verzichten. Das sind aber eh die Unentspannten. Die einen haben es eilig und die anderen fahren nur wegen dem Sport, aber nicht, weil es hier so schön ist. Also, wer so hektisch drauf ist, der hat meinen Kaffee gar nicht verdient. Und hier selbst gemacht, die Attraktion der Überfahrt. Abgesehen von der Donau natürlich. Ich bin übrigens die Josephine, aber hier nennen mich alle Peppi. Donaukapitänin bin ich seit fast 20 Jahren. Und mit dem Schiff bin ich schon mal bis nach Amerika gefahren und wieder zurück. Natürlich in Seemeilen. Aber allemal. Ich komme aus Bremerhaven. Ich bin ein Nordlicht sozusagen. Das hört man doch noch, oder? Bei mir zu Hause sagen die immer, ich höre mich an wie eine aus Österreich. Aber das sagen die ja nur, weil die noch nie in Österreich waren. So. Haben wir jetzt? Und? Das sieht doch nett aus, oder? Fahrplan? Nein. Unser Motto ist, Sie kommen, wir fahren. Also morgens nach dem ersten Andrang, da haben wir immer ein kleines Loch, aber das macht nichts. Wir haben immer was zu tun. Toni, fahren wir mal rüber? Nur für uns? Na klar, ist doch schön. Okay. Die Leute wollen was erleben. Die Donau als Schauplatz und Filmkulisse ist gefragt. Seit bald 100 Jahren wird auf und an der Donau gedreht. Waren es zuerst lokale Produktionen, ist sie mittlerweile ständiger Schauplatz einer internationalen Krimiserie. Es geht heiß her zwischen spannenden Abenteuern und großen Romanzen. Mit Hofrat Geiger und Mariandl wurde Filmgeschichte geschrieben. Kassenschlager haben die idyllische Landschaft der Wachau mit unterhaltsamen Geschichten gefüllt und zu einem Klischee beigetragen, das bis heute wirkt. Ja, 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 ja. Ja? Okay. Moment, geh noch ein Stück weiter. Ja? Marianne, bitte! Filmprojekte sind auch gut für den Tourismus. Das beweisen die jährlichen Übernachtungszahlen. Das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau ist seit Beginn der Messungen eine der Top-Destinationen Österreichs. Der weltweite Erfolg der Sissi-Trilogie hat den Donauwellen Flügel verliehen. Eine wahre Begebenheit im romantischen Filmlicht der 50er Jahre. Jetzt stellt euch mal vor, ich fall um. Und der Toni könnte das Schiff nicht steuern. Oder andersrum, eine Mahlzeit, das wäre vielleicht was. Aber der Toni hat genauso viel Gefühl fürs Wasser wie ich. Und das hat nicht jeder. Mir hat man das ja sozusagen in die Wiege gelegt. Ich bin direkt an der Weser in Bremerhaven aufgewachsen. Und mein Papa war Hochseekapitän auf 7 Weltmeeren. Und mein Opa auch. Und jetzt eben ich. Wenn ich jetzt weiter stromaufwärts fahren würde, zum Beispiel im Spitz, dann bräuchte man nur das kleine Schiffspatent, weil die Strecke ist ja 4 Meter kürzer. Aber mein Papa hat immer gesagt, für eine Kapitänstochter zählt nur das große Schiffspatent. Und da, wo ich fahre, da braucht man das auch. Für uns Kapitäne gelten ja die 0,0 Promille. Aber früher hat es da schon so ein paar Fregattvögel gegeben. Die sind da mit vollem Karacho auf den Steg geknallt. Gott sei Dank ist da ja nie viel passiert. Aber die meisten Passagiere,
waren ja schon genauso lustig wie der Kapitän. Schlimm war nur, wenn das Seil gerissen ist. Ja, das ist auch passiert. Das Beste, was dir dann passieren konnte, war flussabwärts eine Sandbank. Und das Schlechteste, ein Brückenpfeiler. Da, da. Zu Ende des Zweiten Weltkrieges war das Überqueren der Donau wieder eine Herausforderung. Am ursprünglichen Hauptstrom der Donau in Wien, dem heutigen Donaukanal, wurden Fähren fixer Bestandteil des täglichen Arbeitsweges. Die Preise für die Überfahrt waren Verhandlungssache. Sie schwankten zwischen einer Handsemmel und einem Kilo Brot. Nach dem Wiederaufbau der Brücken hatten 7 Fähren ihren Betrieb weiter aufrechterhalten. Erst im Jahr 2002 hat der letzte Fährmann seinen Dienst eingestellt. Ich fahre seit dem Jahr 52. Ja, ununterbrochen. Ununterbrochen. Das Fährgeschäft der 60er und 70er Jahre war fest in weiblicher Hand. Immer mit Land in Sicht konnte man für ein paar Minuten die Welt hinter sich lassen und über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenken. Im Sommer, wenn es recht heiß ist, da ist der rückwärts am Heck, sind wir 7, 8 Freundinnen beieinander. Ich mache einen heißen Kaffee, sie bringt den Strom. Ja, passiert. Und da wird nur von Sex geplaudert. Nur von Sex, für sonst gibt es überhaupt nichts. Das grüne Wasserlicht, wie es Heinito von Doderer nannte, zog auch Verzweifelte an. Ja, Mann, ist ausgestiegen. Ja. Der hat sie wohl ins Leben nehmen, aber wir haben ihn Gott sei Dank erwischt. Was von Ihrer Fähre aus wollte er sich das Leben nehmen? Ja. Ich bin rübergefahren und habe mich umgedreht. Und ist noch jemand da gewesen, haben wir gesprochen zusammen. Und da fahren wir her in Klatscher, ist ja drinnen gewesen. Ne? Dann haben wir dann eine Zündnummer und sind nachgefahren und haben ihn erwischt. Aber es war sehr, sehr schwer krebskrank. Also, wir hätten es wieder saufen lassen. Jetzt der sauft eh gar niemand. Ich weiß nicht wieso. Ja. Er kann nicht so von ihm kommen, aber gingen die gleich auf in den Dreckwasser oder irgendwas. Früher ist alle Augenblick überhaupt in manche Sommer im Jahr. Dann waren das 3,54, glaube ich, sind sie nacheinander saufen. Da ist einmal eine Alte reingesprungen. Die hat so einen ganz einen weiten Kittel gehabt und der hat so trocken, ist wie so eine Mimose ist am Wasser gesessen. Sie sehen, wir haben immer was zu tun. Gell, Toni? Ja, ich muss schon. Ach, am schönsten ist es, wenn die Donau so dahin fließt. Dann hat man fast das Gefühl, sie lächelt einen an. Aber da oben in Strudengau, da lächelt sie noch schöner. Und da ist ihr Lächeln richtig gefährlich. So, ich glaube, ich muss jetzt wieder was tun. Im Strudengau, da ist das nicht so wie eine Nixe, sondern eher wie so eine Sirene, die mit ihrer magischen Gestalt die Schiffe anlockt. Und wenn du dann abgelenkt warst, dann hat sie zugeschlagen und das Schiff versenkt. Tja. Wenn du da am Anfang vom Strudengau nicht richtig steuerst, dann zerreißt es dir das ganze Boot. Das ist so. Da könnt ihr jeden fragen, der auf der Donau unterwegs ist. Also ganz schlimm war es, wenn du den schwarzen Mönch gesehen hast. Dann war es überhaupt vorbei. Also das mit dem schwarzen Mönch. Also ehrlich, ich weiß nicht. Wer hätte denn von dem erzählen können, wenn die alle tot sind, die ihn gesehen haben? Hm? Die barocke Pracht der Fresken in den Donauklöstern muss für die einfachen Menschen vom Land überwältigend gewesen sein. Dort, wo es gefährlich wurde an der Donau, haben sich Sagen und Erzählungen mit religiösen Botschaften und Prophezeiungen vermischt und neue, fantastische Geschichten hervorgebracht. Das Inferno des Strudengaus und die vielen Opfer, die diese gefährliche Passage forderte,
veranlasste schon Maria Theresia, alles zu tun, um eine sichere Durchfahrt zu ermöglichen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts gelang es, die in die Fahrtrinne ragenden Felsen zu sprengen. Immer noch erzwang die hohe Flussgeschwindigkeit riskante Manöver. An dieser Stelle beweist die Donau eindrucksvoll, dass sie zu Recht bis heute als Gebirgsfluss klassifiziert wird. Die böse Beuge, als Namensgeber vom Persenbeug, dem Geburtsort des letzten Kaisers von Österreich, konnte erst durch den Bau eines gewaltigen Donaukraftwerks nachhaltig entschärft werden. 1959 in Betrieb genommen, deckte das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug mit seinen 6 Kaplan-Turbinen den damaligen Strombedarf von ganz Wien. Und, eigentlich nur ein Nebeneffekt der Stromgewinnung, beruhigte durch den bis zu 11 Meter hohen Rückstau die Wasser des Strudengaus. So, und jetzt mal kurz Pause. Einmal im Monat bringt die DDSG, also die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, ein Magazin heraus. Und das ist nicht uninteressant. Doch nicht wegen der Artikel. Die sind sich doch immer ähnlich. Nein, wegen dem Kreuzworträtsel. Da dreht sich's meistens um die Donau. Und das ist mein Spezialgebiet. Da kenne ich mich aus. Hier. Da. Mit dem 10. und letzten Donaukraftwerk, der Staustufe Freudenau, im Stadtgebiet von Wien, fand die Zähmung der österreichischen Donau ihren Abschluss. Der Bau des Kraftwerks war höchst umstritten. Und es ist immer noch nicht klar, ob die Kosten-Nutzen-Rechnung jemals aufgehen wird. Auch die Auswirkungen auf die Donau und ihre umliegende Natur sind nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung. Stückchen näher ran, stopp! Stopp! Der nächste, nach, sonst geht sich das nicht aus. Genau, die Fahrräder auch alle in die Mitte. Da gibt's Kirschkuchen selbst gemacht. Und Kaffee. Also bedient euch. Peppi, da kommt die Austria. Wart mal ein bisschen. Müssen wir ja. Die Großen haben immer Vorfahrt, wie im richtigen Leben. Leider. Was soll's. Greift doch zu, die Spendenbox ist gleich daneben. Keine Angst, Herr Finanzminister, so viel spenden die nicht. Nicht, dass sie denken, dass ich eine Registrierkasse brauche. Habt ihr einen Marillenkuchen? Nein, nur Kirsch. Der Marillenkuchen ist leider aus. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in der Wachau, der keine Marillen mag. Aber laut darf man das hier nicht sagen. Schon gar nicht als Zugereiste. Wenn man so eine Marille nicht mag, dann grenzt das ja fast an Hochverrat. Toni, da drüben ist ein ganzer Reisebus. Die liegt sicher an. Fahren wir los. Entschuldigung, Sie haben da was übersehen. Der Kuchen ist gleich neben der Spendenbox. Wahrscheinlich ein Landsmann, die sind immer ein bisschen geiziger als die Österreicher. Na, der zahlt ja doch. Sogar mit Schein. Doch nicht so geizig. Danke, ganz lieb. Die Marillenblüte ist das Markenzeichen der Wachau und der wohl schönste Frühlingsbote Österreichs. Jedes Jahr öffnen sich zwischen März und April die Knospen von tausenden Marillenbäumen. Die Wachauer Marille ist eigentlich ein Rosengewächs. Seine Wiege liegt in China, wo sie seit 4000 Jahren kultiviert wird. Vor 2000 Jahren gelangte sie über die Donau ins Wachauerland. So richtig verkauft wird die Wachauer Marille erst seit dem 19. Jahrhundert. Schuld daran war die Reblaus. Ein extremer Befall hatte die Weinwirtschaft lahmgelegt. Damit begann der Siegeszug der Wachauer Marille und aller ihrer Derivate, ob Knödel, Strudel oder Marmelade. Soll ich ein bisschen Musik machen?
gibt's was Besseres, was man auf so einem Schiff spielen kann? Sicher nicht den Ring des Nibelungen. Das würde zwar auch gut zur Donau passen, aber das wäre schlecht zum Mitsingen und zum Tanz. Da ist der Strauß schon besser. Wisst ihr eigentlich, warum es Donau so blau heißt? Blau ist die nämlich nicht. Die Donau ist ja auch ein Naturfluss. Da gibt's nämlich so eine Anekdote vom Napoleon, dass er an der Donau eine Schlacht verloren hat. Also welche das war, das weiß ich nicht mehr. Der hat ja immer gekämpft. Schlechte Kinderstube nennt man das. Auf jeden Fall sind viele Soldaten in blauen Uniformen in die Donau gestürzt und ertrunken. Und deswegen nennt man es so blau Oder dem Autor ist nichts anderes eingefallen als blau. Das war halt auch kein Goethe. Hier ist der österreichische Rundfunk mit seinem Fernsehprogramm. Ob als Signation oder als Tanzvergnügen, der Donauwalzer hat seinem Komponisten, dem Walzerkönig Johann Strauss, und der Stadt Wien weltweiten Ruhm beschert. Ob am Wiener Opernball oder an einem noch so fernen Ort der Welt. Ein wenig Donau ist immer dabei, wenn es um gehoben, ausgelassenes Freizeitvergnügen geht. Und weil auch der Sommer an der Donau ganz schön heiß werden kann, blüht an den Ufern die Freiheit. Kultiviert wurde der Badespaß vor allem in Wien der Zwischenkriegszeit. Das Arbeiterschwimmen wurde zur politischen Manifestation des Roten Wien. Für Abwechslung war gesorgt. Bis 1972 erstreckte sich am linken Wiener Donauufer ein weitläufiges Überschwemmungsgebiet. Ein Auslauf für die in ein reguliertes Bett gezwungene Donau bei Hochwasser und ein Abenteuerspielplatz für viele Wiener. Beim weiteren Ausbau der Donau wurde die wenig beachtete Wildnis durch ein spektakuläres Freizeitgelände ersetzt. Die Donauinsel war geboren. Auch wenn anfangs kaum jemand an die Sinnhaftigkeit des Unterfangens glauben wollte. Wir lehnen das Luxusprojekt der Gemeinde Wien aus mehrfachen Gründen ab. Erstens, weil es um 2,5 Milliarden mehr kostet wie das des Bundesstrombeamtes, weil darüber hinaus die Gefahr besteht, dass die Erholungslandschaft und unter Umständen auch die Lobau zerstört werden könnte und weil dieses Luxusprojekt 8 bis 10 Jahre Bauzeit hat. Hochwasserschutz und 42 Kilometer Strand, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Heute ist die Donauinsel als innerstädtisches Erholungs- und Freizeitgelände nicht mehr von Wien wegzudenken. Seit 1984 findet hier bei freiem Eintritt das größte Freiluft-Musikfestival Europas statt. Es erstreckt sich über ein Gelände von 4,5 Kilometern und zählt jährlich an die 3 Millionen Besucher. In Linz wird die Donau selbst zur Bühne der Superlative. Eine Klangwolke mit 250.000 Watt bringt alles, was keine Flügel hat, zum Fliegen. Am gegenüberliegenden Ufer im Linzer Ars Electronica Center feiert eine andere Form der Fantasie ihren Höhenflug. Alles, was Zukunft zu haben scheint, nimmt hier Gestalt an. Ist offensichtlich zu viel verlangt, die Plastikflasche in den Mülleimer zu werfen. Ist ja auch nur einer da. Und der ist auch noch so klein. Ein Windstoß und der Plastikmüll fliegt ins Wasser. Denken ist halt nicht jedermanns Sache. Leben und leben lassen, aber wirklich leben lassen. Gerade hier, wo alles zusammenkommt.
Wenn ich so ein Plastiksackel in der Donau schwimmen sehe, dann könnte ich einen Anfall kriegen. Das ist doch pures Gift für den Fluss und für den Menschen und für den Fisch. Also manchmal wünsche ich mir, die Tiere könnten erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Aber wahrscheinlich würden dann nur die Kinder zuhören. Aber allemal. Ein Wasserwald von Wien bis an die Staatsgrenze der Slowakei bietet noch jede Gelegenheit, der Natur zuzuhören. Auf 36 Kilometer im Nationalpark March-Donau-Auen ist der Fluss noch frei, darf im Auf und Ab der Wasserstände atmen und Landschaft formen. Das war aber so nicht geplant. Am 7. Mai 1984 fand im Wiener Presseclub Concordia eine denkwürdige Pressekonferenz der Tiere statt. Um die Au zu retten, muss sie zerstört werden. Neusprech 1984. Quasi in letzter Minute konnte eine breite Bürgerinitiative durch die Besetzung der Au den Bau eines Kraftwerks verhindern. Scheiße, rennt! Der damalige Bundeskanzler erinnert sich Jahre später aus seiner Sicht. Die Legendenbildung ist natürlich auch gewaltig. Es war weder bitterkalt damals, es war ein relativ angenehmer Winter damals. Und die Exekutive hat als absolut nicht gewalttätig eingegriffen, sondern mit sehr besonnen und sehr zurückhaltend. Das war sicherlich nicht so, dass es wüste Schlägereien gegeben hat mit Verletzten. Das stimmt ja gar nicht. Es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Nein, es tut mir nicht leid. Ignoranz ist für mich Dummheit und Dummheit kann ich nicht ausstehen. So, das passt. Jetzt komme ich endlich zu meinem Kreuzworträtsel. Flussgott in Europa. Das ist leicht. Danubius. Gott der Donau. Das findet man auf ganz vielen Brunnen. Das ist so ein älterer Athlet mit Rauschebart. Dabei ist die Donau doch weiblich, finde ich. Die Donau. Europäische Königin. Da gibt's viele. Mit der Adelsschickeria kenne ich mich nicht so aus. Sissi, mal das ist zu kurz. Elisabeth, ha. Die Queen, die war ja schon mal da in den 70er Jahren in Kaisermühlen. Sie war zwar nicht im Gänsehäufel, aber bei den Gemeindebauten. Die Queen mit ihrer ganzen Gefolgschaft und die halbe Bundesregierung in einer 50 Quadratmeter Wohnung, wie die Ölsardinen. Ich melde mich aus dem 11. Stock des Hauses Kaisermühlendamm 1, und zwar aus einem der Häuser des Marschallhofes. In wenigen Minuten wird hier Königin Elisabeth II. Eintreffen und diese Wohnung hier besichtigen. Und nun fährt der Wagen der Königin hier vor dem Haus am Kaisermühlendamm 1 vor. Heute hat sie einen weißen Mantel an, dazu trägt die Königin einen braunen, modischen Hut mit weißem Band. Stadtrat Heller erklärt nun der Monarchin, wie in Wien Wohnungen gebaut werden, nach welchen Grundsätzen sie gebaut werden. Und die Königin zeigt sich sehr interessiert. Nun ist ein großer Augenblick für den Besitzer dieser Wohnung. Königin Elisabeth II. Von England trägt sich in das Gästebuch der Familie Klumetzki ein. Es ist wohl das einzige private Gästebuch in Wien, in dem Königin Elisabeth sich verewigt hat. Ein großer Tag zweifellos im Leben der Familie Klumetzki. Römischer Kaiser mit 6 Buchstaben. Marc Aurel? Der hat ja 9 Buchstaben.
Wart ihr schon mal in Carnuntum, im Römerlager? Nein, ich schon. Da hat man mich in so eine Toga eingewickelt. Das war ja noch okay, aber diese Toga hatte eine Schnalle. Das musste ja schief gehen. Zur Römerzeit war die Spange vermutlich aus Gold. Das war ja ganz praktisch, wenn du beim Einkaufen dein Geld vergessen hast. Aber wenn die Spange aufgegangen ist, dann sahst du aus, wie Gott dich schuf. Und das war nicht bei allen lustig. Der überzeugte FKK-Anhänger, das Wiener Original-Wickerl Valuliso, sammelte in weißer Toga Unterschriften gegen die Verbauung der Donauinsel und war damit erfolgreich. Es gibt nur ein Paradies, die Erde. Sie hat Wasser, Luft, Licht, Sonne, Grün, Schmetterling, Fische. Ja, kann's denn schöner als wie in diesem Paradies der Erde sein? Für die Römer war die Donau lange die Militärgrenze ihres Weltreichs, der Limes. Carnuntum war ihr erstes Kastell, das bald zur Stadt ausgebaut wurde. Sie lag am Kreuzungspunkt stark frequentierter Handelsrouten und an der damals schnellsten Verbindung zwischen West und Ost, der Donau. Nicht nur bei Carnuntum, überall an der Donau haben die Römer ihre Spuren hinterlassen. Herzchen und Hakenkreuze, eine wunderbare Mischung. Ich möchte wissen, wann diese rechten Vögel endlich aussterben. Ja, besser wird's nicht. Uli war's hier, Michi war's hier, Thomas und Sabine war's hier. Wen interessiert das denn? Wir sind alle da und dann sind wir alle wieder weg. Vollkoffer-Egomane. Das mit dem Namen irgendwo hinkritzeln, das ist ja nicht neu an der Donau. Wenn es so eine schöne Graffiti ist, so wie am Donaukanal in Wien, das mag ich. Da sind ja manche Bilder so richtige Kunst. Aber wenn einer seinen Namen so völlig sinnlos überall hinkritzelt, so wie der Kieselack, das mag ich nicht. Auf vielen Wegen entlang des Donauufers, vor allem in der Wachau, hat der fleißige Spaziergänger und KK-Beamte Kieselack seinen Namen hinterlassen. Seine Hoffnung auf Unsterblichkeit hat sich zweifelsfrei erfüllt. Seine Reiseaufzeichnungen sind zu Recht in Vergessenheit geraten. Darin entpuppt er sich als hochmütiger Verächter all derer, denen er auf seinen Wegen begegnet ist. Bei den heutigen Graffitis handelt es sich um eine neue Form der Jugendkultur, die sich Politiker gerne auf ihre Fahnen schreiben. Die so gestaltete Wachaubahn wurde allerdings bald wieder außer Dienst gestellt. Im städtischen Umfeld haben Graffiti-Künstler mehr Platz. Der Wiener Donaukanal ist zu einer öffentlichen Galerie geworden. Auf der angesagten Flaniermeile der Stadt hat man die Sprayer-Kunst als Ausdruck eines Lebensgefühls akzeptiert. Ein Erwachsener. Dankeschön. Hallo, ein Bacau. Hallo, Paul. Hallo, grüß dich. Ach, diese Stifte. Danke, so. Tschüss. Tschüss. Kannst du es bitte mitnehmen? Marillen, mein Lieblingsobst. Danke, ganz lieb. Gibt's Marillenkuchen? Marille ist leider aus, aber Kirschkuchen ist noch da. Die Spendenbox ist gleich daneben. Wir nehmen auch Scheine. Wo die Straße an ihre Grenzen gerät, zeigt der Transportweg Donau seine einzigartige Stärke. Natürlich, leistungsfähig, belastbar. Für die Nutzungsanreize sorgt die Donau ganz von selbst. Die vielfältigen Qualitäten des Stroms bilden das Zentrum kreativer und innovativer Entwicklungen der Wirtschaft. Eng verknüpft mit den Umweltschutzmaßnahmen der Zukunft. Vorreiter
und einer der Hauptnutzer dabei ist die Voest Alpine. Der Linzer Industriekonzern ist ein Global Player. Die Nähe zur Donau bietet einen zusätzlichen Marktvorteil. Wie sonst könnte man einen 190 Tonnen schweren Hochdruckbehälter von Österreich nach Russland transportieren? Die Donau ist der einzige Fluss Europas, der von Westen nach Osten fließt. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal und die Öffnung des Ostens gewinnt der Transportweg Donau wieder an Bedeutung. Gibt's eine Toilette auf dem Schiff? Nein, leider. Die Toilette ist kaputt, aber wir sind gleich drüben. Beim Donauwirt, da helfen die sicher aus. Sagen Sie einfach, Sie kommen von der Peppi. Natürlich haben wir eine Toilette, aber ich muss ja erst einmal die Lampe wechseln. Im Dunkeln kann ja leicht was daneben gehen. Oder passieren. Ja, was wird denn da passieren? Na, alles Mögliche. Du kennst doch die Leute heutzutage. Die spinnen doch alle. Lampe oder Birnel wechseln ist eine meiner leichtesten Aufgaben. Ich habe da schon ganz andere Sachen auf dem Schiff repariert. Wir haben nur eine Batterie. Viel lieber hätte ich ja den Strom aus der Donau. Kraft genug hat sie ja. Dies ist ein Werbefilm. Er wirbt für ihr Verständnis gegenüber Kernkraftwerken. Stellen Sie sich einmal vor, ein Kinderspital ohne Strom. Ja, ohne Strom wird es still. Ganz still. Verehrte Damen und Herren, leider müssen wir unser Programm für die nächsten 3 Stunden wieder unterbrechen. Wir empfehlen Ihnen aus unserer Broschüre »Wie unterhalte ich mich ohne Strom?« das Heimspiel Nummer 6. Kernkraft. Kernenergie. Kerngesund. Kann ein Reaktor zu heiß werden? Gefährlich werden? Durchgehen? Nein. Nein, das glaube ich nicht. No. Nein. Aus neutronenphysikalischen Gründen ist es einfach völlig unmöglich, dass Kernbrennstoff, wie er auf der ganzen Welt in Leichtwasserreaktoren verwendet wird, explodiert. Der Mythos vom sauberen Atomstrom und vom sicheren Kernkraftwerk ist inzwischen durch abertausende Opfer gründlich entkräftet. Das AKW Zwentendorf grüßt seine Besucher heute als Museum. Schon wieder der römische Kaiser. Marc Aurel? Nein, 6 Buchstaben, Toni. Ha. Ich hab's. Probus. Probus, der Weinkaiser. Da bin ich gut. Dem Kaiser Probus haben wir den Weinbau zu verdanken. Also, viva Probus, wie der Lateiner sagt. Der Terrassenweinbau ist das prägende Element der Wachauer Landschaft. Weinbau betrieb man entlang der Donau schon vor den Römern. Kaiser Probus hat nur seinen offiziellen Segen dazu erteilt. Der Mythos vom ewigen Bestand mag auf Wein anwendbar sein. Für Konstruktionen aus Menschenhand gilt er nicht. Am 1. August 1976 haben das die Wiener und mit ihnen ganz Österreich deutlich zu sehen bekommen. Die einzige Brückenkonstruktion Wiens, die den Krieg nahezu unbeschädigt überstanden hatte, die Reichsbrücke, hatte ein Ablaufdatum. Der spektakuläre Einsturz im Morgengrauen war ein Schock für das ganze Land, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist wie ein Schlag auch gewesen, gell? Und mir hat es ein bisschen
in die Höhe kommen. Also bitte schön, das war wahrscheinlich eine optische Täuschung. Nicht? Da wird, muss wahrscheinlich schon der Wagen gestürzt sein. Nicht? Und wie ich von der Höhe dann runtergekommen bin, nicht? Weil mir jetzt hier am Plafond aufgehört, nicht? Also Plafond sind wir, Decken von Autobus, hat es mich dann zur Eingangstür, also beim Fahrer, hat es mich hingeschleudert. Nicht? Irgendwie ist es heute doch ein bisschen fad. Ich weiß gar nicht, wo meine Passagiere sind. Das Wetter ist gut und die Donau fließt. Naja, lesen, um die Zeit zu vertreiben. Den ganzen Tratsch in den Illustrierten und Zeitungen, also das ist nichts für mich. Und dann diese Schauergeschichten, die machen einen ja ganz trübsinnig. Nein, wenn nichts zu tun ist, dann ist eben nichts zu tun. Dann schaue ich eben in die Landschaft und warte wie früher die Leute auf den Eisstoß. Die friedlichen Bilder der vereisten Donauauen sind trügerisch. In Jahrhundertwintern, wenn der Strom zufriert, heißt es schnell sein für den Winterdienst auf der Donau. Während die Stadt im Schnee versinkt, versuchen Eisbrecher, eine Fahrrinne freizuhalten. Es ist ein Wettrennen gegen die Temperatur. Die eigentliche Gefahr kommt erst später. Mit einsetzendem Tauwetter geraten massige Eisplatten in Bewegung und türmen sich zu einem Eisstoß auf, der alles mitreißt, was sich in den Weg stellt. Ich glaube, ihr werdet abgeholt. Na gut, dann fahren wir rüber. Also, kommt gut nach Hause. Übrigens, es war schön mit euch. No!